So, Päuschen rum, Lunge gefüllt, weiter geht's mit der Dina. Ich brauch die Tornadotauben. Miss Ete Petete besteht darauf. Aber noch ein bisschen nach Geld betteln hier. Ganz. Ja, hey. Läuft von hinten, sieht aus, als ob du eine Glatze hast. I can spare a little. Gib mir Geld, Geld, just Geld. Don't drink it away, okay? Nein, nichts zu saufen, keine Sorge. Sorry, I don't have any spare change. Pass mal auf, ja? I don't have much myself. Ja, hier, no? Also. Nee. Happy to help. Aha. My pockets are empty, sorry. Tough times, eh? Here you go. Aha. It's all I have, sorry. Gib mir Geld, Geld, Geld. Take care of yourself, okay? Die sind recht spendabel hier heute. Das ist ein Fehler. Nö, nö, pass mal auf hier. Oh. Really, gibst du mir Geld oder du wäschst mich jetzt? Here. Ah. Geht doch. Warum nicht gleich so? It's not much, but it's all I've got. Oh, besser als nix. I hope that helps. Oh, genau, $1. Sorry, I don't have any spare change. Du hast Geld. Every bit helps, right? Happy to help. Nee, 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 so kommst du mir. I hope you have insurance. Der will mich verhauen. Helft mir mal. Geh mir nicht auf den Sack, ey. Drei auf einen Streich, geil. Ist das geil. Fuck off. I hope you have insurance. Hey, du willst auf die Fresse? Kriegst du. Wer mir nichts gibt, hat Pech gehabt. Was war das? Hallo? Can hold on to that for You're not gonna eat that? Pappe wäre mir lieber und das in reichlich ordentlichen Mengen. Ich hätte von Anfang an ordentlich bauen sollen. Naja. Got it. Stuff. Ich hätte auch von Anfang an ordentlich bauen können. Warte mal. Das ist das kaputte Vase? Da kriege ich doch Keramik raus. Karl, du stehst im Weg, du kommst hier wieder nicht durch. Do we really need it? Ach komm, ich will Keramik, Pappe, aber nicht so ein Quark.
Ey, stopp mal. Da gibt's Kabel. An die ich nicht rankomme. Och nee, Dosen will ich jetzt auch keine mehr haben. Ich will nur Pappe. Auf der Baustelle habe ich mich auch noch nie richtig umgeguckt. Hier wird es doch bestimmt irgendwas für mich geben. Irgendwas Interessantes. Außer hier ein bisschen Holz. Ei. Pappe. Ich will die Kupferrohre mitnehmen, wenn das überhaupt Kupfer ist. Wenn das überhaupt Kupfer ist. Das sieht mal eher nach PVC aus. Weiter höher geht's nicht. Lol. Die können wir gleich essen. Die kommt da rein. Haha. Nö. Hier, wieder was zu essen. Emergency rations, huh? Hier was zu essen. Gut. Und hier noch was. Passt alles noch rein. Wie viel Platz? Oh, ein Slot hat der nur noch. Hat die sich jetzt gesteckt? Ja. Ich will Pappe. Ich will Pappe. Pappe. Hier ist nix. Da ist doch Pappe. Boah. Der ist aber noch gut in Schuss. Warte mal, passt nur noch zwei rein. So. Hier hinten gab es ja nichts mehr. Nee. Was?
Oh, ich habe schon 5 Stück. Okay. Welche wird überfallen? Ach, der Strand, der ist mir egal. Der Strand ist mir tatsächlich erst einmal egal. Wie viel Pappe haben wir? 20 und 3 sind 23. Das reicht nicht. Das reicht nicht. Hier waren wir schon. Hier ist meine Base. Da, Pappe. Noch irgendwo was? Zwei Stück sind noch hier. Nice, nice. Ab, du fährst mich nett um. It's all I have. Sorry. Sorry, no. Happy to help. Mm-hmm. Here, good luck. Aber erst sagen, du hast es mir dann über einen Dollar gegeben. Mann. Ist hier vielleicht noch irgendwas drin? Nö. Du weichst mir aus. I'd like to help, but I don't have any cash. Here, good luck. Aha. Tough times, huh? Aha. Da haben sie auf jeden Fall alle wieder Geld. Ei. Ist Karton nachgespawnt? Ja. Ey, da liegt Milch drin. Die nehme ich jetzt nicht raus. I have money to spend, and I'm in dire need of entertainment. Mal gucken. Ach, dieses komische gelbe Ding ist immer noch da. Was habe ich gesagt? Hier will ich eine Tür reinhaben. Da kommt eine Tür rein, genau. Wand.
Da kommt so ein Fensterteil rein. Das kommt auch da rein. Und dann kommt hier nochmal eine Wand hin. Nice. Ausmachen, so. Dieses Gelbe, ich verstehe das nicht. Oh, da fehlt noch eine Wand. Komm, die müssen wir auch noch platzieren. So. Als erstes. Das. Das. So. Genau, dort kommen dann die anderen Sachen hin, dort kommen wieder Kisten hin oder dort eine ganze Wand kommt Kisten hin. Mal gucken, ne? Mal schauen, wie wir das machen noch. Auf jeden Fall kommt die Vogelkäfige alle draußen hin. Hier fehlt mir Aluminiumblech und Nägel. Das. Das. Nee, das soll ja hier bleiben. Da kommt auch Holz rein. Hier kommt Schrott rein. Genau. Aber der Rest ist alles hier draußen. Die werden wir mal vorsichtshalber mit aufnehmen. Wo ist das Keramik? Da drin ist es. Ich überlege gerade, mache ich die Vögel hier ran? Ich werde auf jeden Fall hier noch einen daneben bauen. Und zwar den hier. So. Hackers! The perfect distraction. If you're in a tight spot and want to buy some time, just throw them into some faces and watch the enemies run away from their sharp beaks and flapping wings. Upgrading the peckers will let you target a larger area and eventually unleash mayhem on everyone around you. Cool. Und jetzt brauche ich noch die Tornado-Täubchen. Fehlt mir Alu. Dazu brauche ich wieder diesen Ofen. Dafür habe ich mir das Keramik geholt. Do we really need it? Bett brauche ich tatsächlich erstmal überhaupt keins. Jetzt bin ich nämlich am überlegen, jetzt könnte ich den Ofen nämlich dahin zimmern. Okay, der Ofen passt da auf alle Fälle hin. Das heißt, hier kommt noch eine Kiste hin.
So. Na, wirst du? So, haben wir den auch wieder. So muss es sein. Kann ich das nämlich immer alles schön aus den Kisten holen. Gelb da drüben, ich verstehe das nicht. Ich brauche wieder Holz da drinne. So. So. Nein, das nicht. Das da. Ich stelle gleich mal ein bisschen mehr her, wenn ich eh schon hier mitten dabei bin. Und die Dinger haben wir ja auch noch zum kleinen Häckseln. Können die hier rein? Genau. Was brauchte ich für den anderen? Aluminiumblech. Na, das kriegen wir doch hin. Do we really need it? Ja, das brauche ich, Karl. Holy crap. Ist das viel. So, Alublech, zwei Stück, Firma dankt. Ja. Nein, das nicht. Das da. Tornado-Täubchen! Those pigeons love to feel the wind in their feathers. They keep flying in circles, creating a powerful whirlwind. A pigeonado full of sharp beaks and talons. Anyone caught inside will surely be stuck there, getting hurt by a barrage of painful pecks. The best thing is, the pigeonado size will double with every upgrade. Schön. Was brauchen wir denn zum Upgraden? Aluminiumblech. Ja, ich würde sagen, einmal aufwerten. Aluminiumblech. Kupferrohr und Aluminiumblech. Wie komme ich jetzt an Kupferrohre? Ei, ei, ei. Yeah, I can hold on to that for you. Aber das lohnt sich hier mal wirklich eine ganze Weile, sich hinzustellen und was zu machen. Hm.
Das lohnt sich wirklich. Da war noch was. So, da, hier kommt halt überall Holz, der ganze Quark rein und hier hinten kommt dann das Alu rein. Genau. Müssen wir mal gucken, was wir noch bauen können. Schade, dass das nicht wie bei Mist Survival ist, dass man hier Blueprints hinstellen kann. Das wäre halt noch geil gewesen. Die Hammer, was ist das hier? Brauche ich Aluminiumblech? Wandelt durch recycelten Schrott und Bauteile um. Doppelt so Effizienz. Okay, das machen wir. Das machen wir. Wie viel Alu haben wir? 3. Ich brauche noch eins. Eins brauche ich noch. Eins brauche ich noch. Machen wir mal das. Dann machen wir auf jeden Fall noch hier das hier. Pennerherberge. Beherbergt einen einzelnen Creep, der den du auf Plündermission entsenden kannst. Oh, die brauche ich. Oh, nice. So, jetzt wollten wir die verbesserte Maschine bauen. Die hier. Das ist ja... Warte mal, das ist doch dieser Recycler. Wenn das dieser Recycler ist... Dann soll der aber hierher kommen. Gebaut und zwar daneben. Was kann ich doch eigentlich hier hinsetzen? Ne? So. Und warum fehlt da hinten schon wieder eine fucking Wand? Ey, ich krieg hier langsam so ein bisschen das Kotzen. Hat er was zum Zerhäckseln noch drinne? Nein, hat er nicht. So, da können wir aber tatsächlich dort in eine Wand reinzimmern. Obwohl die eigentlich ein Stückchen weiter hinten sein sollte. Als nächstes kommt halt das hier, der verarbeitet Holz zu Papier. Ja. Holz zu Papier. Why?
Der mit Aluminiumblech kommt dann dort hin. Holz zu Papier, würde ich sagen, kommt hier hin. Stopp. Moment. Erstmal ganz kurz Baumenü verlassen. Jetzt muss ich gerade ein bisschen rational denken. Das heißt, ich könnte das alles wieder abreißen, ne? Wenn das eine Ding dahin kommt, das andere Ding dahin, dann könnte ich hier hinten halt eine komplette, rein theoretisch gesehen, Lagerwand bauen, wenn man die auf die Hälfte bringen könnte. Kann man nicht. Scheißen. Scheiße, scheiße, scheiße. Der braucht vier. When was the last time you ate? Das werden wir halt jetzt machen müssen. Ne? Ich weiß nicht, was hier los ist mit dem letzten Update. Haben sie zwar einiges gefixt, aber wenn ich jetzt aus dem Baum hier rausgehe, ich muss immer irgendwo hingucken, wo ich nichts angucke. Das ist so creepy hier, sonst wenn das so blau abgebildet ist. Mann, Mann, Mann. 6 Hammer, das wären 3. Dann müssen wir die 2 hier noch wegballern. Damit wir den Kupferrohrofen machen können. Dann muss ich nochmal herstellen zum Aufwerten. Oh mein Gott, das wird eine Arbeit werden. Das Ding kann ich ja zur Not wieder abreißen und woanders hinbauen, wenn ich dann Platz brauche. Denn ich denke mal, ich werde den anderen Ofen neben den bauen. Wir machen das so. Da kommen die Wände hin. Hier noch eine Fensterwand. So, muss reichen. So, jetzt haben wir das. Was wollte ich jetzt herstellen? Ich weiß es nicht mehr. Den hier tatsächlich, okay. Vernichten. Gut, die Wand steht noch. Katalog öffnen. Ich esse gleich was, ja, ja. Warum steht denn der so kacke da? Der jetzt so scheiße da. Hat der hinten noch einen Eingang oder sowas? Nee. So muss der dastehen. Hallo? So. Hehehe.
Das. Und das. You look like you're going to starve to death. Ich glaube, hier kommt man echt besser, wenn man von allem zwei hat. Ich überlege gerade, ich könnte halt tatsächlich mir lieber noch einen zweiten von dem anderen hier bauen, weil dann kriege ich schon mal doppeltes Alu hin. Genau. You don't look too good, pal. Ah! I'm no medic, but that looks bad. Nein, 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 essen, 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 essen. Are you holy shit! Einen zweiten davon jetzt. Warum auch immer das hier unten rot angezeigt wurde. Genau. Zwei davon. Moment, jetzt hier müssten dann auch zwei hinpassen. Ne? Vielleicht verschwindet das, wenn ich mich später auslogge. Weil das nervt wirklich. Holz. Holz. Und Holz. Nein, Metall. So. Und dann haben wir doch schon das, was wir wollen. So. Genau. Hörst du bitte auf, Karl? Danke. Got it. So. Müssen wir bald eine Holz- und Metallfarm-Tour einlegen, wenn das so weitergeht hier. Das und das. Bautab. Fehlt mir wieder Keramik und Alu. Okay, das ist aber easy. Keramik kann ich kaufen. Hol ich mir wieder ein 20er-Ding. Ah, ne, warte mal. Apropos Keramik. Ha, ha, ha. Ich hab doch noch die eine Vase. Ich hab doch noch die eine Vase.
Die werden wir gleich mal rausholen. Erst mal das da leer machen. Ausnehmen. Rausnehmen. So, Vase. Da. Okay, will nicht. Einfach nur Müll. Einfach nur Müll. Lol. Falsch, erstmal da rein. Kann ich das auch schon reinwerfen? Nee. Es muss immer erst Holz rein. Hier hinten, keine Ahnung, was ich da reinzimmer. Da lasse ich mich noch überraschen. Ach, dieses gelbe Ding da. Was gibt's denn jetzt noch alles zu bauen? Das wollen wir noch ein zweites Mal bauen. Das Ding müssen wir noch bauen und das hier brauchen wir wieder. Sagen, wenn wir das Ding hier so mit hinstellen, dann müssten hier wirklich alle reinpassen, rein theoretisch. Das können wir gleich mal gucken. Ich kann das nicht auswählen, weil mir scheiß Bauressourcen fehlen. Ernsthaft? Oh Mann. Baumenü, jetzt aber. Jetzt fehlt mir Keramik, ey, leck mich am Arsch. Was war denn der Schuriken, der hier? Fehlt mir noch ein Alublech. Okay. Ich muss was loswerden. Und zwar das alles erste Mal. Das. Hatte ich nicht gerade noch Zigaretten hier drin? Was sind das? Ach, Kupferrohre. Das. 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 Und das. Das. Das Keramik. Die Pappe bleibt. Das kommt alles raus. So. Stimmt, ich brauche den Karl dazu, ich Dulli. Das ist einfach nur Müll.
Tschüss, Alma. Oh, Entschuldigung. Tschüss, Vase. Also, Holz, Pappe, Aluminium. Come here, you dirty rascal. I have a proposal. Holz, Pappe, Metall. So. Der Karl, Alter. Der Karl, Alter. Nur Shit im Kopf. Jetzt können wir auch die Milch mitnehmen. Und wir können ja mal das hier versuchen jetzt. Nice. Kaputtes Waschbecken. Kann man damit was anfangen? Da gibt's Keramik. Okay, ich muss mein Geld nicht mehr ausgeben. Geil. Cool stuff. Nice, nice, nice. Das gefällt mir doch gleich viel, viel besser. Do we really need it? Das gefällt mir doch viel, viel besser. Hier gab's nix. Da ist wieder einer, der aufgeschlossen werden kann. Sag mal. Wow. Ein Klo. Sag mal. Meine Fresse. Do we really need it? Nö, ich brauch's nicht. Natürlich, wenn ich meine Base aufbauen will. Was ein Vollhonk. Ich sammle das einfach nur aus Spaß. Um später wieder wegzuschmeißen. Ach Gott. Manchmal könnte ich dem Karl den Hals umdrehen, wenn er ihn hätte. Aber nur manchmal. Die Pub ist auch respawned. Das ist sehr nice. Komm her. Can hold on to that for you. What? Got it. Oh, Pappe. Das kann man auch recyceln. Hoffe ich doch. Ja. Kann man alles recyceln, das gefällt mir. Oh, nice! Was hat der zu bieten? Oh, eine Heizung. Cool stuff! Milch, Milch, Milch. Und ein Latsch. Got it.
Das können wir gleich essen. Oh, nice! Oh! Oh! Ein guter Burger! Noch einer! Ein Wasser. Nochmal ein Sandwich. Und zwei Döschen. Boah, was finde ich denn hier für geiles Essen? Every bit helps, right? Und wenn du mir jetzt noch 10 Mäuse gibst, wäre ich happy. 1,26, ich bin trotzdem happy. Ich bin trotzdem heavy. Okay, was? Du bist voll? Ja. Der ist voll. Der ist full. Hoah. Thank you, boss. I'm forever in your debt. Was ist das denn? Ach, eine ist eine Flasche. Oh, ich feier das so, dass man immer noch schön nachtreten kann. Feier das so. Da unten war ja nur ein Pilz. Gut. Aber ich werde den Stream jetzt hier beenden. Ich habe 2 Stunden für heute gestreamt. Das reicht. Den nächsten Guten Morgen-Stream wird es anscheinend wohl morgen geben, weil normalerweise streame ich montags, mittwochs, freitags einen Guten Morgen-Stream. Da ich gestern nicht gestreamt habe, habe ich ausnahmsweise mal heute gestreamt. Ja, also morgen wieder einen Guten Morgen-Stream und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Dienstag.